Jetzt melde ich mich nach sehr langer Pause wieder. Auf meinem Hof war so furchtbar viel los. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe immer wieder Bücher für euch gelesen und dann einfach nicht geschafft, das mit dem Mikro und dem Computer zu koppeln. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Und diesmal möchte ich aber über ein Buch sprechen, das von einem anderen, ganz anderen Hof handelt. Und zwar Ewald Vrie, Ein Hof und 11 Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland. Und zwar hat dieses Buch erschienen im Beck Verlag vor 2 Tagen am 1. Juni 2023 den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen. Und weil es beim bäuerlichen Leben und vor allem auch in diesem Buch natürlich sehr viel auch um Tiere geht, dachte ich, das ist mal wieder so ein Buch, was sich sehr gut eignet für das, was ich ursprünglich mit dem Podcast vorhatte, bevor ich angefangen habe, so viel Tierrechtstheorie zu lesen und oder hier vorzustellen. Eigentlich wollte ich auch immer mal wieder Mainstream-Bücher, also Bücher aus dem ganz allgemeinen Büchermarkt irgendwie besprechen und sie daraufhin abklopfen, was sie denn über das Mensch-Tier-Verhältnis sagen oder auch nicht sagen. Und dafür ist dieses Buch natürlich sehr geeignet. Der Deutsche Sachbuchpreis ist ein sehr renommierter Preis, ein sehr junger Preis, aber sehr renommierter Preis. Es gibt in Deutschland sowieso nicht so viele große Sachbuchpreise und das ist schon eine sehr große Auszeichnung für dieses Buch. Für dieses sehr dünne Buch übrigens, der reine Textteil sind nur 169 Seiten. Vrie ist ein Professor für neuere Geschichte an der Universität Tübingen. Er schreibt aber hier in einer Mischung als Historiker, aber auch autobiografisch. Denn das Gegenstand dieses Schreibens ist der Hof, auf dem er aufgewachsen ist, der Hof der Eltern im Münsterland. Eine katholische Bauernfamilie im Münsterland war das. Er hat, wie der Titel schon verrät, 10 weitere Geschwister. Und er beschreibt, wie sich eben das bäuerliche Leben so ungefähr zwischen, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in den 60er Jahre, in den 60er Jahren verändert hat. Vrie selber ist Jahrgang 1962. Die Geschwister, bei 11 Geschwistern nicht verwunderlich, sind teilweise mit großem Abstand zueinander geboren. Ich glaube, der Jüngste 46, der Älteste, glaube ich, 66. Und das Interessante ist, das ist gleichzeitig eigentlich seine Kernthese oder der Kerngegenstand eigentlich des Buches, dass diese Auflösung der bäuerlichen Welt, um die es ihm geht, wie er schreibt, zugleich still und rasend schnell vor sich ging. Und innerhalb dieser 20 Jahre, schon zwischen dem jüngsten Sohn und dem Ältesten, hat sich so viel ereignet, dass sie gar nicht dieselbe Kindheit hatten, obwohl sie dieselbe Elternfamilie und denselben Hof erlebt haben. Und in den 60er Jahren vollzog sich auch in der Landwirtschaft mit Tieren ein sehr großer Wandel. Und was das aber vor allem auch für die Menschen bedeutet, davon handelt dieses Buch. Also, wie gesagt, er schreibt hier als Historiker und autobiografisch. Er zeigt, dass er da ist so ein bisschen heikel, so kann ich das, wird das funktionieren? Er hat Literatur zur Veränderung von Höfen und Landwirtschaft herangezogen. Aber eigentlich den Hauptteil des Buches bilden die Interviews mit seinen Geschwistern, die sich dann, wie das eben so ist, teilweise erinnern, teilweise nicht erinnern. Manchmal erinnern sich an etwas, wo er sagt, das kann so eigentlich nicht sein, dann fehlt auch wieder was. Das ist das Material, wenn man mit mündlichen Quellen arbeitet, klar. Das Buch in verschiedene Kapitel geteilt, das werde ich jetzt nicht im Detail nacherzählen. Also, wovon handelt es? Vom Aufwachsen von Bauernkindern, nicht nur im Vergleich zu städtischen Kindern, sondern auch im Vergleich zu anderen Dörflern. Also, die Bauernkinder lebten noch mal, oder die Bauern auch lebten ein anderes Leben noch als die anderen Dörfler. Es geht um den Bildungsstand, den sie, ihre Eltern hatten, wie er sich verändert hat, was Aufsteigen bedeutet. Es geht um Stigmatisierung, Diskriminierung, um die Gerüche, die mit der Landwirtschaft, mit Tieren einhergingen, und dann eben auch den Kindern anhafteten, dass man darauf achten musste, wo trägt man die Gerüche hin oder auch nicht. Es geht um Medienkonsum und wie sich das natürlich ändert innerhalb dieser Jahrzehnte. Es geht ums Taschengeld oder das Fehlen von Taschengeld. Es geht um den Katholizismus der Eltern vor allem. Es geht ganz ausführlich darum, wie, zur Kirche. Wie kam man zur Kirche mit dem Pferd, mit der Kutsche oder mit dem Fahrrad oder ging man? Irgendwie auch so eine Mentalitätsgeschichte. Es wurde nicht über Sexualität geredet. Der Nationalsozialismus wurde eher beschwiegen in der Familie. Das erwähnt der Historiker. Darauf geht er ein. Und was sein Buch immer wieder wie ein roter Faden durchzieht. Also, eine ist natürlich diese, sag ich mal, Klassensache, Bauernkinder zu anderen Bevölkerungsschichten und Aufstieg. Oder wo wollen sie da bleiben? Wollen sie woanders hin? Und wenn sie auf dem Hof bleiben, ist es dann überhaupt noch dieselbe Art von Landwirtschaft? Das ist der eine Strang. Und der andere ist Mädchen und Jungen. Also, wie sehen die Welten für Mädchen und Jungen aus?
Welche Chancen haben sie? Was sagt der Vater vielleicht mal sehr abwertendes auch über die Tochter, dass ein Junge doch viel mehr wert sei und so weiter. Das wird also immer wieder nachgeschaut, was heißt es für die Mädchen, was für die Jungen. Es ist aber insgesamt eigentlich es ist kein wertendes Buch. Also er hält sich da raus mit Bewertungen von dem, was erzählt wird. Es ist für mein Gespür jetzt auch kein besonders mitreißendes Buch, eher so eins, was minutiös zusammenträgt, allerdings auch jetzt nicht zu ausführlich. Es ist nicht wahnsinnig ausführlich, deswegen, wie gesagt, nur 169 Seiten. So. Angesichts dieser Ausführlichkeiten, also wie gesagt, der Kirchgang und das Taschengeld und alles Mögliche, angesichts dieser Ausführlichkeiten ist es ziemlich sonderbar, dass eigentlich die Vorkommnisse, sag ich mal, mit Tieren, die Teil dieser bürgerlichen Welt waren, kaum gestreift wird. Auf diesem Hof gab es Schweine, die wurden gezüchtet oder geschlachtet. Kühe wurden gezüchtet, das war ein ganz wesentlicher Teil und blieb, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein wesentlicher Teil des Hofes. Und es gab Hühner, die dann nach und nach abgeschafft wurden, sozusagen. Was erfahren wir jetzt von den Tieren? Also recht ausführlich wird mal geschildert, das Ausmisten und wie das eben auch so schwierig ist und dann riecht es eben auch wieder so ne und negativ. Und das Züchten. Die Familie oder mehrere männliche Mitglieder der Familie fanden das mit dem Züchten einfach irgendwie eine tolle landwirtschaftliche Sache. Und man muss sich vielleicht klar machen, dass in jener Zeit, also gerade bei Kühen, auch bei Milchkühen, aber dass da ganz stark Züchtungen, dass sie effizienter wurden, dass sie ganz stark protokolliert wurden, dass man versucht hat, Einfluss zu nehmen, indem man bestimmte Sperma mit bestimmten anderen Kühen kreuzt und so weiter, dass man bestimmte Erträge an Fleisch, an Fettgehalt des Fleisches, an Fettgehalt der Milch, an Milchleistung und sowas rauskriegt. Also das waren irgendwie ganz entscheidende Jahrzehnte. Für die Schweine gilt Ähnliches. Das fing schon im Nationalsozialismus eigentlich an. Darauf geht er nicht so ein, dass es eben auch so ein Zuchtgesetz gab unter den Nazis. Da geht er, glaube ich, nur ein bis zweimal. Das erwähnt er, glaube ich, nur. Das hätte ich jetzt auch noch einen interessanten Punkt gewesen. Ist aber eigentlich nicht sein Hauptpunkt. Klar. Diese Züchtersprache hat dann eben ihre grotesken Seiten. Die Bemuskelung steht dann da zum Beispiel oder auch die Namen der Kühe, das Lobpreis der Milchleistung und der Fleischleistung von Tieren, das kann man tatsächlich auch in diesen Büchern zur Zucht nachlesen, wenn man das so durchliest. Das, also entlarvt sich irgendwie teilweise schon selber. Es ist so ein bisschen grotesk, darauf geht er auch ein. Was diese Weichenstellung für die Tiere bedeutete, darauf ging er aber überhaupt nicht ein. Das ist irgendwie ganz sonderbar. Wir erfahren auch gar nicht, wie die Kühe eigentlich gehalten wurden. Gingen sie raus, gingen sie nicht raus? Wie wurde da die Effizienz verstärkt oder nicht verstärkt? Oder wir erfahren eigentlich kaum etwas über das körperliche Arbeiten mit den Tieren, das körperliche Sein dieser Tiere. Er schreibt an einer Stelle, es entstand durch dieses Züchten Leistungskonkurrenz auf der Grundlage quantitativer und qualitativer Kriterien. Ja? Also das ist der Prozess, der damals stattfand. Man hat versucht, immer effizienter zu machen. Dadurch konnten auch unmittelbar verglichen werden. Er beschreibt dann auch, wie man auf Zuchtschauen ging und dann eben manche auch, ja, die waren dann gleich zum Tode verdammt, weil sie eben diese Leistung nicht erbracht haben. Aber es wird jetzt nicht problematisiert, was diese Leistungssteigerung zum Beispiel für den Euter einer Kuh oder für die Tragezeit einer Kuh oder für die Mutter-Kalb-Beziehung oder was, das wird alles überhaupt nicht damit rasiert. Und fand ich natürlich, ist das jetzt aus der Tierrechtssicht ein bisschen sonderbar, weil es geht ganz wesentlich um Landwirtschaft mit Tieren, aber dieser Teil wird eben überhaupt nicht so besprochen im Vergleich zu all den anderen Themen, die sehr ausführlich zur Sprache kommen. Zweimal eigentlich geht es um richtiggehende Gewalt gegen Tiere, dass sie problematisiert wurden und das lese ich jetzt auch vor. Die eine Sache betrifft den Vater und das Kastrieren oder er schreibt, manche seiner Methoden waren schwer erträglich. Er kastrierte Ferkel mit dem Taschenmesser. Überzählige Katzenjunge ertränkte er mit Hilfe eines steinbeschwerten Jutesacks in einem Teich. Verendende Rinder schächtete er notfalls mit dem Brotmesser, damit wenigstens das Fleisch seinen Wert nicht verlor. Das ist eine Stelle der Problematisierung und das ist auch die einzige. Er geht am Ende des Buches nochmal auf eine dieser Sachen ein. Ich lese das auch vor, weil ich das irgendwie bisschen bezeichnend finde. Ich kann ganz viele Dinge nicht mehr, die mein Vater konnte, schreibt er. Vererbungsqualitäten von Bullen, an deren äußerer Gestalt ablesen, Ferkel mit dem Taschenmesser kastrieren, fließend Plattdeutsch reden, Besen binden, das Wetter aus dem Zug der Wolken und der Farbe des Sonnenuntergangs vorhersagen. Außerdem bin ich im Vergleich zu ihm ein miserabler Doppelkopfspieler. So,
Und wenn vorher das Kastrieren der Ferkel mit dem Taschenmesser doch immerhin noch in diesem problematischen Kontext schwer erträglich gestellt wurde, kommt es nachher so eigentlich in so einer witzigen Aufzählung, also Besen binden, Plattdeutsch und Doppelkopf spielen, das oder witzig bis so beiläufig, ja. Das heißt, da ist dieses schwer Erträgliche schon wieder gebannt und rausgenommen. Da ist es einfach irgendeine Alltagstätigkeit. Die zweite Stelle, wo es um richtige Gewalt gegen Tiere, auch ja, für andere sozusagen ersichtlich geht, ist die Hühnerhaltung. Dazu lese ich auch wieder was vor. Ein gutes Jahrzehnt später gaben wir die Hühnerhaltung auf. Das wiederkehrende Gemetzel, die Hühner wurden nicht auf einen Schlag abgeschafft, sondern nach und nach, sodass wir sie der Reihe nach essen konnten, gehört zu den frühen Kindheitserinnerungen von Matthias und mir. Der Hals des Tieres wurde auf einem Hauklotz mit einem Beil durchgeschlagen, der kopflose Körper lief dann noch ein wenig herum, bevor er zusammenbrach. Die weiteren Arbeitsgänge, das Rupfen, das Ausnehmen und so weiter, waren weniger spannend. Spannend, ja, ist wohl gemeint spannend für die Kinder. Andererseits, der Absatz beginnt mit der Erwähnung von Gemetzel. Das ist ja eindeutig ein negativ konnotiertes Wort. Und auch da haben wir wieder etwas, was vorhin dem schwer erträglich und dem beiläufigen entspricht. An einer Stelle wird schon angesprochen, dass es eine gewalttätige Sache ist und eine blutige Sache. Und dann ist es spannend, wenn die ohne Kopf rumlaufen. Ich kann mir das natürlich nicht erklären, warum der Autor diesen Weg wählt, ob er so wenig Distanz hat oder ob er so große Distanz einnehmen will oder ob er es so schlimm findet oder so wenig schlimm findet, dass er es so macht. Aber es ist jedenfalls ein bisschen irritierend. Und besonders irritierend ist dann eben, wenn man mal darauf achtet, wie das Schlachten der anderen Tiere, dass es überhaupt nicht vorkommt. Also von Schlachten von den Rindern habe ich eigentlich gar nichts gelesen. Bei den Schweinen heißt es immer, Fleisch kam von unseren Schweinen. Ja, das kommt daher, klar. Dann wurden die Schweine auch mal verladen. Das war möglicherweise, ich weiß es nicht, später, als es schon große Schlachthöfe anderswo gab. Und dann gibt es einen Bericht, dass auch das Schlachten dazu gehört zu den Tätigkeiten, die in großen Gemeinschaften, also viele ArbeiterInnen zusammengezogen wurden, dass es dann nicht alles immer so also so verträglich abging, dass man sich irgendwie so ein bisschen aneinander gerieben hat oder sowas. Verarbeitung des Fleisches und Produktion von Würsten. Das kenne ich auch hier von dem Hof, dass also so, dass mir das Leute erzählt haben, einfach, dass Schlachttage und Wurstmachtage und so, das sind sowas wie Ernte einbringen, das wird auch geschildert, sind eben so Tage, wo man größere Kollektive braucht. Und jetzt einen wiederum sehr interessanten Satz. Mechthild und Kaspar ekelten sich vor der Verarbeitung frisch geschlachteter Schweine zur Wurst- und Fleischportionen. So, jetzt frage ich mich, also das Schlachten selber wird überhaupt nicht beschrieben, auch nicht, also man könnte mal jetzt einen Satz schreiben. Warum ekelt die sich? Einfach nur, weil es blöd riecht, weil es riecht auch blöd. Oder weil viel Blut war und viele Leute mögen jetzt nicht Blut. Oder weil das eben auch, also aus anderen Erzählungen, sowohl schriftlichen als auch mündlichen, weiß man, ich, es ist kein Geheimnis, dass Schweine entkamen und geschrien haben. Und also so ein Schwein ist ein großes Lebewesen, das tötet man auch jetzt nicht mal so im Vorübergehen und so, ja. Das ist schon eine große und sehr dramatische Sache. Die Kinder wurden da teilweise reinsozialisiert oder auch nicht. Das Ausnehmen, Ausweiden auch von erjagten Tieren, das war teilweise auch für die Erwachsenen. Also es kann sehr unterschiedlich sein, wie das auf Leute wirkt. Wirkt nicht auf alle gleich und sicher auch nicht auf alle Kinder gleich. Aber da hätte man jetzt ja erwartet, dass dann nochmal gesagt wird, warum ekelten die sich oder was passierte da überhaupt? Was wurde da gemacht? Ja? Wie wurden die denn getötet? Wie wurden die aussortiert oder wie viele oder gar nichts. Ja? Dieser Prozess wird total ausgeblendet. Und jetzt habe ich mich gefragt, abschließend, also ich muss zugeben, zuerst, als ich dieses Buch zum ersten Mal auf der Nominiertenliste gesehen habe und dann auch da reingeschaut habe, dann dachte ich, oh Gott, schon wieder so ein nostalgisches, früher war alles besser, die alten, schönen, kleinen, bäuerlichen Höfe und so. Weil, ehrlich gesagt, es gibt so ein bisschen so einen Trend, oder es gab vor ein paar Jahren schon mal so ein Buch, da war die Autorin ganz nah an der Schweineproduktion. Also da war die Nähe eben zu den Geschwistern, die da arbeiteten, eben auch schlug sehr negativ durch auf das Buch, wie ich fand. Aber ich kannte auch viele Leute, die davon ganz begeistert waren. Und ich nehme an, dass es da gerade auch so eine Nostalgiewelle generell vielleicht gibt, weil
die Welt, wie wir sie kennen, verkommt, also blickt man ein bisschen zurück. Dann weiß jeder, Massentierhaltung ist irgendwie was Böses, also verklärt man so ein bisschen, dass das früher da war. Das macht der Autor allerdings auch nicht. Er spricht eigentlich gar nicht darüber. Ja? Und ja, jetzt habe ich überlegt, was bedeutet das eigentlich oder warum ist das so? Ich habe mir die Jurybegründung angeschaut. Warum hat die Jury dieses Buch zum Sachbuch des Jahres sozusagen gemacht? Einmal heißt es hier, es ist immer empathisch, aber nie nostalgisch. Ja, dass der Otto zwar versucht, er ist nah dran, aber er versucht eben nicht zu verklären oder zu romantisieren. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bohren hört. Bei mir wird gerade die Terrasse aufgerissen, weil Wasser durch die Wand kam. Er hat mir vor 2 Stunden versprochen, dass er aufhört zu bohren. Immer empathisch, aber nie nostalgisch. Also nah dran, aber nicht verklärend. Und dann ein tiefes und gleichzeitig zugängliches und unterhaltsames historisches Sachbuch. Und ich denke, das Besondere dieses Buches, was möglicherweise der Jury gefallen hat und was natürlich generell so ein bisschen was wie die, jetzt um im Bild zu bleiben, eierlegende Wollmilchsau sein könnte, es ist sowohl ein wissenschaftlich arbeitendes oder ein Buch von einem wissenschaftlich versierten Autor, als auch ein persönliches Buch. Es hat so beides und dadurch ist es natürlich irgendwie besonders. Aber die Frage ist halt, hat es geklappt? Und wenn ich jetzt aus der Perspektive der Mensch-Tier-Beziehung, habe ich ja schon die Lücken klar benannt. Und wenn ich jetzt mal noch einen Schritt zurücktrete und versuche, das so allgemein so als Sachbuchkritikerin, die ich ja eben auch schon lange Zeit bin, betrachte, ist das in meinen Augen, hat das geklappt mit dem empathisch, aber nicht nostalgisch? Und ich finde ehrlich gesagt, nein, weil ich befürchte, dass diese blinden Flecken daraus vielleicht kommen, also sie verdanken sich sicher teilweise einfach des allgemeinen Ignorierens von Mensch-Tier-Beziehung oder Gewalt gegen Tiere in historischen Darstellungen. Also es ist einfach nach wie vor irgendwie so ein Nebenthema. Die Leute können über alles Mögliche, über Wurst reden und sehen nie das tote Tier. Das ist eben auch in Büchern leider so. Ja, und ich frage mich, wie können wir das denn mal ändern? Sogar wenn ein Historiker darüber schreibt, dann merkt nicht, dass er Schlachten ausspart, ist komisch. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass eben gerade dieses persönliche oder dieses alles, wo eine Autorenstimme oder wo eine Autorenposition reinkommen müsste, dass es irgendwie problematisch ist. Also ich habe hier oben die beiden Stellen gezeigt, wo es einmal heißt Gemetzel, spannend. Da will sich der Autor offenbar nicht so ganz festlegen, aus welcher Position er jetzt schreibt. Also unbewusst, nicht, dass er sich da absichtlich vorgedrückt hätte. Also ich finde es insgesamt sehr unbefriedigend, dass das eine so große Leerstelle ist. Und ich frage mich, wie gesagt, auch, was müssen wir eigentlich noch machen, damit das thematisiert wird? Er hat sich übrigens auch auf ein anderes Buch bezogen, also in den Fußnoten, nicht hauptsächlich, soweit ich weiß, dass ich euch jetzt auch noch mal kurz in die Kamera halte. Das ist letztes Jahr erschienen und geht auf die Dissertation von Veronika Settele zurück. Die heißt Revolution im Stall oder so, das ist schon ein Jahr vorher erschienen. Ich habe beide Bücher gelesen. Dieses hier, Deutsche Fleischarbeit, ist eine Geschichte der Massentierhaltung, also auch erst, wenn ich mich recht erinnere, ab dem Zweiten Weltkrieg. Auch nicht wertend in dem Sinne, aber man erfährt einfach sehr viel auch Detailliertes über die verschiedenen, über die Haltungsformen und über die Abläufe. Und es ist auch ein sehr lesbares Buch. Ist natürlich ein ganz anderes Buch. Also es hat überhaupt keine autobiografischen Anteile, obwohl es, glaube ich, einen autobiografischen kleinen Hintergrund auch gibt. Aber das ist tatsächlich eine historische Darstellung. Wenn man also dazu was wissen will, sollte man zu diesem Buch greifen. Und bei diesem Buch haben mich die Leerstellen sehr irritiert.